Familie, Monsieur d'Amilfo, Cuisinier. Einen wunderschönen guten Tag. Ich lese Der junge Koch, die junge Köchin. Das Berufsschulbuch zur Ausbildung zum Koch. Und im Kapitel oder im Abschnitt, wie heißt das? Einführung, Hygiene. Also der Teil heißt Einführung, das Kapitel heißt Hygiene. Bin ich angekommen bei Lebensmittelinfektionen. Das ist Lebensmittelvergiftung, das ist Teil 2 im Kapitel Hygiene. Lebensmittelinfektionen, Lebensmittelvergiftung. Food poisoning, les intoxications alimentaires, les intoxications alimentaires heißt das auf Französisch, Lebensmittelinfektionen, Lebensmittelvergiftungen. Der Genuss verdorbener Lebensmittel führt fast immer zu Übelkeit, Kopfschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Man unterscheidet. Lebensmittelvergiftungen werden von Giften, in Klammern Toxinen, verursacht, die in den Lebensmitteln vorhanden sind und mit diesen aufgenommen werden. Beispiel Botulinus, vergiftete Bohnen oder Wurstkonserven. Die Beschwerden treten bereits nach einigen Stunden auf. Das sind die Lebensmittelvergiftungen, die von Giften, in Klammern Toxinen, verursacht werden. Und dann gibt es die Lebensmittelinfektionen, werden von krankmachenden Mikroben verursacht, die in Lebensmitteln vorhanden sind und mit ihnen aufgenommen werden. Die Krankheit besteht in einem Kampf, in Klammern Abwehrreaktion des Körpers gegen die Eindringlinge, in Anführungszeichen. Infektionen treten erst längere Zeit nach der Nahrungsaufnahme auf, Inkubationszeit. So, zum einen gibt es die Lebensmittelvergiftungen, die von Giften, in Klammern Toxinen, verursacht werden. Zum anderen gibt es Lebensmittelinfektionen, die von krankmachenden Mikroben verursacht werden und das sind Infektionen des Körpers und die treten erst längere Zeit nach der Nahrungsaufnahme auf und das ist die Inkubationszeit. Rund 75 der durch Lebensmittel verursachten Krankheitsfälle werden durch Salmonellen hervorgerufen. Die Eitererreger stehen mit 10% an zweiter Stelle. Beide Krankheitserreger riecht und schmeckt man nicht, denn sie verursachen keinen unangenehmen Geruch oder Geschmack und sind darum besonders gefährlich. Überprüft man die Krankheitsausbrüche, sucht nach den Ursachen und fragt man, wo Fehler gemacht worden sind, so stellt man fest, menschliche Fehler sind die Hauptursache. Diese Tatsachen müssen beachtet werden, wenn man Krankheiten vermeiden will, die durch Lebensmittel hervorgerufen werden. Schutz der Gesundheit bedeutet, Ansteckung der Lebensmittel durch Keime verhindern. Dazu muss der Weg der Krankheitserreger auf die Lebensmittel bekannt sein. Keimvermehrung verhindern, Lebensmittel kühlen. Wie rasch sich Mikroben bei günstigen Lebensbedingungen vermehren können, zeigt die Grafik. So, da gibt es zum einen Abbildung 3, Mikrobenvermehrung. Da geht es ums exponentielle Wachstum der Mikroben und das findet am Anfang statt. Die Verdopplungszeit liegt bei ca. 20 Minuten. Das exponentielle Wachstum hat natürlich Grenzen. Am Anfang findet das aber so statt. Dann gibt es die Ab,
Bildung 2. Menschliche Fehler sind die Hauptursache. Dazu gibt es einen roten Satz. Speisen entweder heiß bereithalten oder rasch abkühlen und bei Bedarf wieder erwärmen. Und 25% sind andere Ursachen. 75% sind nicht genügend gekühlte, fehlerhaft gekühlte, zu lange gelagerte Speisen. So, in der Abbildung 1 geht es um die Salmonellen mit 75%, die Eiterreger mit 10% und sonstige Erreger, die Lebensmittelvergiftungen, Lebensmittelinfektionen hervorrufen. So, und ich glaube, bei Salmonellen und Eitererregern sind es wirklich Lebensmittelvergiftungen, weil Salmonellen Gift produzieren. Das steht hier zumindest so. Salmonellen verursachen die häufigsten Lebensmittelvergiftungen. Hier wird von Krankheiten geredet, da oben sind sie schon spezifischer mit Lebensmittelvergiftungen. Es geht dann auch weiter mit 2.1 Salmonellen und es findet